Herzlich willkommen bei Anglerbord TV. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich Forellen ausnehme. Ich habe dazu eine ganz spezielle Methode. Es geht super schnell. Und genau, was ihr dafür braucht, ist ein spitzes Messer. Ich nehme dafür immer ein Opinel. Das ist ein sehr schlankes, spitzes Messer. Und ich beginne damit, den Fisch vom After her einfach durch die Brustflossen aufzuschneiden. Immer mit solchen Schnitten. Dann drehe ich eine und führe hinter dem Kiemen einen Schnitt bis oben durch, dass das quasi durchgeschnitten ist. Das alles ziehe ich dann auseinander, öffne quasi so den Körper, greife hier vorne an den Kiemen einmal rein und dann in den Schlund und ziehe im Grunde genommen alles mit einem Mal aus dem Fisch raus. Das sind schon alle Innereien. Jetzt bleibt nur noch quasi dieser schwarze Organ, was ich einfach mit dem Daumennagel nach vorne auspresse. So, und ihr seht, das Ganze dauert auf keinen Fall eine Minute. Und die ganze Forelle ist ausgefangen, die müsst ihr jetzt nur noch ein bisschen säubern. Und das war's schon. So schnell kann's gehen. Jetzt zeige ich euch noch eine zweite Methode. Dafür schneiden wir auch wieder von hinten den Fisch flach am Bauch. Das ist immer ganz wichtig, dass ihr nicht so tief einstecht. Flach am Bauch auf. Bis hier vorne hin. So. Dann führt man das Messer hier oben rein, zieht das nach vorne weg und löst letztendlich diese ganze Sache hier einfach so aus. Da habt ihr die Brustflossen gleich mit entfernt, die hängen hier noch am Fisch und den Fisch quasi auch ganz sauber hier entlang der Kiemen. Alle Innereien sind quasi raus bis auf die Niere. Die drückt man dann noch wieder mit dem Daumen weg und hier hängt auch alles an einem Strang. Gefällt mir auch sehr gute Methode, ist auch eine wirklich blitzschnelle und saubere Sache.